Seit der Trend schon oben aufgelöst, DAX mit einem Allzeithoch, Dow nahezu unverändert, KI-Boom überlagert nahezu alles. Ist das der große bullische Durchbruch oder vielleicht eine Bullenfalle? Heute schauen wir es uns etwas genauer an, hier zum großen Wochenausblick von tradingportal.net. Tja, Falle oder keine Falle? Wir haben ein Allzeithoch gesehen beim DAX, aber die Märkte sind wirklich sehr, sehr zweigeteilt. Dow Jones nahezu unverändert auf Jahressicht. Tech boomt vor allem wegen der KI. Big Techs springen nach oben. Sehr unterschiedliches Marktverhältnis, sehr unterschiedliche Lage im Markt. Wir versuchen das heute etwas einzusortieren, wo wir stehen, ob es weitergehen kann, wie es weitergehen kann in den nächsten Wochen. Blicken wir auf die Shorttrends, blicken aber gleich erstmal auf die allgemeinen Daten. Und zuvor natürlich wieder der Hinweis, bitte eure kleine Fingerübung nicht vergessen, Abo, Like und Kommentar. So wird dieses Video vielleicht auch etwas höher bei YouTube im YouTube-Algorithmus gerankt. Aber kommen wir mal zum allgemeinen Marktgeschehen, denn es ist ja ein bisschen was passiert. Es wirkt fast größer, als es eigentlich ist. Wir hatten ja 6 Wochen extrem lange Seitwärtsrange, träge Seitwärtsrange, sehr enge Range, die man schon sehr lange nicht mehr gesehen hat. Und die wurde eben dann dynamisch aufgelöst. Im letzten Video habe ich es gesagt, also so eine enge Range wird gerne dann auch mal komplett impulslos dynamisch aufgelöst. Dann braucht es keine großen Meldungen mehr. Und so war es die diffuse Hoffnung, gerade beim DAX vom Feiertag oder zum Feiertag eigentlich, wo alle Händler gar nicht da waren, dünne Umsätze. Da wurde diese Chance genutzt und man squeezte nach oben, löste diese Seite zur Range aus. Gerade beim Allzeithoch lagen sicherlich viele Stop-Marken, die dann gerissen wurden. Und das pünktlich dann noch zum Verfallstermin hinein. Ja, da hatten wir so einen kleinen Squeeze, der bei dünnen Umsätzen im zu gerne aufgelöst wurde. Ob das nun nachhaltig ist oder noch eine Bullenfalle landen wird, schauen wir uns dann natürlich gleich etwas genauer an. Hier nochmal der Wochenverlauf an der Wall Street. Performance allgemein nochmal. DAX hat in der vergangenen Woche 2,27% hingelegt. Ordentliche Performance der S&P 1,65%. Klingt jetzt gar nicht mehr so gigantisch nach großem bullischen Sprung. Aber davor hatten wir immer im Markenhandelsschluss nahezu 0,05% am Wochenendschluss. Ebenso ganz ähnlich. Ne? Wir hingen total fest und dann ist ein größerer Sprung, wirkt der eben auch stärker. Der Dow Jones Wochenperformance 0,38%. Underperformer müht sich nun schon seit Jahresbeginn ab. Aber auch das sortieren wir gleich noch richtig ein. Und der Nasdaq, der große Outperformer 3,4%. 7% im Plus hier auch zu erkennen in der blauen Farbe. Russell 2000 Nebenwerte in der Mitte mit dem S&P 500. Wie gesagt, der Dow Jones, der ist der Underperform, hat gerade noch so im Wochenplus letztendlich gehalten. Das ist die Wochenperformance, die wir haben. Wurde eben diese enge Seitwärtsrange aufgelöst, sorgte für so einen kleinen Squeeze, aber auch kein übertriebener Squeeze. Es ist nicht so, dass wir gigantische Squeeze-Bewegungen gesehen haben. Nasdaq, wie gesagt, der große Outperformer gewesen. Seit Jahresanfang profitiert er überdurchschnittlich, hat jetzt 33% zugelegt seit seinem Tiefpunkt im vergangenen Jahr und bewegt sich jetzt noch knapp minus 15, minus 16% unter dem Allzeithoch, und das gilt es eben auch etwas einzusortieren, denn der Dow Jones notiert unter 10% unter seinem Allzeithoch und auch der S&P 500 notiert, ich glaube, minus 12 oder die notiert er unter dem Allzeithoch. Also übergeordnet, ja, Nasdaq als Outperformer, aber er hängt eigentlich hinterher. Warum? Das vergisst man eben so gerne. Im vergangenen Jahr wurde der Tech-Bereich richtig heftig abverkauft und die Gegenbewegung sieht dann in absoluten Zahlen einfach umso stärker aus. Aber letztendlich, die Gegenbewegung läuft auch ins 50er, 61, 8er Retracement, analog zum S&P 500. Die Bewegungen fallen einfach stärker aus, weil man eben viel stärker abverkauft wurde. Wie minus 35% hat es den Nasdaq letzten Jahr zerrissen. Einige Einzeltitel, oder denkt an ARK Innovation, die sind ja 70, 80% abgerauscht. Dann sieht die Gegenbewegung einfach stärker aus. Denn S&P um 20% hat der Börse in der Spitze verloren. Also das muss man eben auch einsortieren, dass diese absoluten Zahlen, was für eine unglaubliche Outperformance. Er hat einen weiteren Weg, der Nasdaq, zum Allzeithoch als Dow oder der S&P 500. Dies gilt es im übergeordneten Bild einfach nicht zu vergessen. Und hier sehen wir einfach nochmal den Jahresverlauf.
Dieses Zweigeteilte an der Wall Street ist schon sehr, sehr auffällig. Der Nasdaq 100 plus 26% steht er nun da mit einer Jahresperformance. Wir haben den S&P um 8% notiert, er nahezu in der Mitte. Dow Transportation, also eigentlich ein sehr konjunktursensitiver Index, der hält so ein Plus von 3-4%. Also da müht sich schon mehr ab. Die Konjunktur trübt aber eben auch ein. Und da hinken diese Indizes eben etwas hinterher. Vor allem natürlich auch der Russell mit einer Null-Performance. Warum? Da sind die Regionalbanken mit drin. Dass das kein Zuckerschlecken ist, wissen wir. Und eben der Dow Jones auch nahezu mit einer Null-Performance. Also konjunktursensitive Bereiche oder Bereiche, die auch die Banken betreffen, die leiten ziemlich stark, kommen gar nicht vom Fleck auf Jahressicht. Getrieben wird man letztendlich durch die hohen Tech und durch die großen Tech-Unternehmen, die wir haben. Aber wie gesagt, das muss man einfach übergeordnet ein bisschen betrachten. Ich habe hier noch diese Grafik. Genau, Performance Nasdaq zum Dow Jones. Ne? Unglaubliche Outperformance in diesem Jahr, das 2023. Nasdaq performt den Dow unglaublich stark aus. Haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Und dann denkt man, ist das ein starker Index. Ne? Aber bitte müsste auch 2022 sehen, 2021 sehen. Da war es genau umgekehrt. Da war Nasdaq Tech der große Underperformer. Das wird einfach wieder umgekehrt. Und Pi mal Daumen, da nimmt sich das am Ende gar nicht so viel. Also das einfach nochmal ein bisschen zur Einsortierung, dieser zweigeteilte Markt ist jetzt einfach ein bisschen vom Abverkauf auch entschuldet vom letzten Jahr. Da hat es den Nasdaq, den Tech-Bereich allgemein sehr stark zerrissen und er wirkt die Gegenbewegung eigentlich nur sehr stark, aber sie ist bisher nicht zu stark. Und der Weg zum Allzeithoch ist noch überraschend weit. Und ja, von wem sind wir getrieben? Von wem sind wir getrieben? Hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt, dass diese Marktbreite auch nicht so richtig passt. Eine konjunktursensitive Werte, die leiten etwas, die kommen nicht recht von der Stelle. Wir werden letztendlich vom Tech-Bereich geschoben. Allein 8 große Tech-Konzerne haben die komplette Performance im S&P 500 geprägt. S&P 500 knapp 8-9% im Plus auf Jahressicht. Hätten wir jetzt den gleichgewichteten S&P 500, also alle 500 Werte sind gleichgewichtet, dann hätten wir eine Null-Performance. Hatten wir auf plus minus null stehen. Wir werden letztendlich getrieben durch diese, nicht Tech allgemein, sondern durch die Big Tech Unternehmen, hochmarktkapitalisierten Tech Unternehmen. Und die haben eben ein bisschen aus diesem KI-Boom, die man mitnimmt. Aber in der breiten Masse ist dieser Anstieg nicht so stark. Und das ist auch ein Warnsignal. Wir haben Warnsignale für Bären, wir haben Warnsignale für Bullen. Ne? Wenn wir die Shortquote denken, das ist ein Warnsignal für die Bären. Aber für die Bullen ist einfach diese Marktbreite und dass man auch nur mühsam neue Hochpunkte holen, ist das auch ein Warnsignal. Also die Marktbreite bleibt einfach sehr, sehr schwach. Kann man hier auch nochmal sehen, der Technologiesektor im Mai, ne, der schießt nach oben, KI-Boom geht immer weiter und Einzelhandelsunternehmen, Konsum, der leidet, weil wir haben ja die letzten Daten auch gesehen, ne? Einzelhandel geht runter, Web-BIP-Daten haben enttäuscht, also die Konjunkturdaten waren einfach schwächer, die rufen nach Rezession und die Einzelhandelsunternehmen, wir hatten auch einige Schlagzeilen in den letzten Wochen, dass der Ausblick sich eintrübt, die leiden durchaus. Ne? Deswegen kann man auch nicht sagen, oh, der Markt perlt ja alles ab, wir laufen in eine konjunkturelle Abkühlung, wir steigen nach oben. Das ist so einfach nicht zu sagen. Ne? Wenn man die allgemeinen Indizes nimmt, dann sieht das so aus, aber so unter der Haube sieht es eben nicht so aus. Ne? Einzelhandel leidet durchaus. Wenn man die großen Tech-Konzerne herausnimmt, die ganzen KI-Konzerne herausnehmen, dann sieht das auch nicht so aus. Wir haben ja den konjunktursensitiven Bereich Dow Transport gesehen, ne? Die gar keine Performance aufweisen. Also die Konjunkturschwäche, die ist erkennbar, aber unter der Haube, sie wird nur überlagert durch einige sehr hoch und damit sehr gewichtige Unternehmen, die einfach dann die Gesamtperformance beeinflussen. Aber die Schwäche ist durchaus zu erkennen unter der Haube bei einzelnen Werten oder auch einzelnen Sektoren. Plus Tech überlagert momentan einfach sehr viel und also auch das ist etwas trügerisch, wenn man die große KI-Frage etwas betrachten. Seit letzten Herbst in der ChatGPT wurde für die breite Öffentlichkeit herausgebracht und hat sofort, was ist das? Das ist was ganz Neues, das funktioniert sogar relativ gut hier im News-Bereich, wie es dann nach oben geht. KI mittlerweile auch in den breiten Medien groß angekommen. Hier drüben auch zu erkennen, der S&P 500 rot zu sehen und hat man einfach danach mal für den S&P 500 alle Werte herausgenommen, die im fernsten Sinne was mit KI zu tun haben, also
letztendlich fast alle relevanten Tech-Unternehmen herausgenommen, wie dann die Performance wäre, dann würde der Dow Jones jetzt nicht an der 4,2 rumknappern, sondern würde sich an der 3,8, 3,9 rumknappern. Ne? Also, dass man das einfach mal ein bisschen Relation setzt. Oh, wir haben eine Konjunkturabschwäche, wie kann es denn sein, dass der jetzt nach oben gestiegen ist? Nein, unter der Haube eben nicht. Was nach oben steigt, ist Tech. Big Tech und vor allem alles, was mit KI irgendwie im entferntesten Sinne zu tun hat, das zieht hinein, das pusht. Und das muss ich aber auch noch beweisen. Das darf man nämlich auch nicht vergessen, dass jetzt sehr viele Vorschusslorbeeren vergeben wurden. Und einige reden auch wieder von Blasenbildung. Hier habe ich nochmal diese Grafik, die habe ich auch schon viele Jahre immer wieder gezeigt. Ihr könnt das richtig sehen, ist ein bisschen unscharf. Das sind die Blasen der letzten Jahrzehnte. Wir hatten natürlich auch die Internetblase, Dotcom-Bubble. Wir hatten aber auch einige, sehe ich nicht unbedingt so, dass jetzt Bitcoin die große Blase ist. Kryptomarkt allgemein mit den ganzen Unterarten der Krypto, wo ja fast jede Woche eine neue rausgekommen ist, das sehe ich schon eher Blasenbildung. Bitcoin wird vermutlich eine Existenzberechtigung haben, aber Arc Innovation zum Beispiel, ne, wie die nach oben gepusht worden sind während der Euphoriephase, die wurden komplett geerdet. Und hier kommt AI, ne? KI auch zu erkennen. Die KI-Blase geht wieder um. Ne? Liest man ja sehr häufig, bin ich gar kein Freund von. Denn als Blase würde ich das nicht bezeichnen, auch nicht charttechnisch. Ne? Keine parabolischen Kurse, das sind am starken Anstieg, einige Titel sehr stark. Aber eine Blase ist das nicht. Einige haben auch gleich wieder gesagt, oh, es erinnert mich total an Meme-Stock-Blase 2021. Auch dort kann ich mich schlecht anfreunden. Die Meme-Stocks, denken wir an GameStop zurück, war mal der stärkste Titel im Russell 2000 hochgepusht. Ne? Meme-Stock waren häufig Titel, hat die Story nicht mal so recht gestimmt. Man hat auch nicht wirklich Gewinne vorzuweisen gehabt. Man stand meistens kurz vor der Insolvenz und man wurde einfach hineingepusht. Man hat versucht, einen Short-Squeeze auszulösen. Das ist was anderes. Tech, die Big Techs, die verdienen Geld. Ne? Ob das mit KI mehr Geld wird oder weniger, diese Frage ist meiner Meinung nach nicht gestellt. Bedenkt das Geschäftsmodell bei Google bitte mit den Anzeigenschaltungen in der Suchmaschine, verdienen die sich ein goldenen Arm. Und die große Frage ist, muss man doch alles googeln am Ende, wenn man die KI fragen kann und die beantwortet und das dann ohne irgendeine Werbeschaltung. Ne? Also das ist noch eine andere Frage, aber das gleichzusetzen mit Meme-Stock sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe momentan keine KI-Blase, tut mir leid. Man nimmt Blasen sehr gerne man nimmt das Wort Blasen sehr gerne in den Mund. Aber das so schnell ist das einfach nicht gesagt. Also es muss ein richtig parabolischer Kurs sein. Es muss gar nicht gerechtfertigt sein. Es müssen Unternehmen gepusht werden, wo das Geschäftsmodell durchaus zu hinterfragen ist. Das sehe ich momentan nicht. Ich sehe durchaus ein KI-großes Potenzial. Aber ich bin mir nur noch nicht sicher, ob die ganzen Investitionen das dann komplett alles rechtfertigen, weil man so eine Gewinnschwemme sehen wird. Momentan geht es nur darum, dass niemand es sich erlauben kann, diesen Zug zu verpassen. Bei Apple ausgenommen, die sagen, wir beobachten das alle. Da bin ich sehr gespannt, ob das so gut gehen wird. Vermutlich Steve Jobs, der hat sich schon dreimal im Grab umgedreht, wie Apple sich an jeder Innovation mittlerweile vorbeischlängelt. Aber es wird sich beweisen müssen, ob diese Investitionen sich rechnen am Ende oder ob das am Ende vielleicht mal eigene Geschäftsmodelle, Google zum Beispiel, ob man diese damit untergräbt. Momentan muss einfach jeder auf diesen Zug aufspringen, man darf nicht verpassen. Aber es heißt nicht, dass das da mega erfolgreiche Zug wird und alle sich eine mega goldene Nase verdienen. Das ist eine ganz, ganz andere Frage zum Thema KI. Eine Blase sehe ich aber nicht. Bei Nvidia wird es langsam knapp, muss man sagen. Ich habe Nvidia als Beispiel herausgenommen, weil die beim Thema KI besonders profitiert haben. 125% seit Januar gestiegen, der Wert seit Oktober plus 200%. Hier mal Kursumsatz, Kursgewinnverhältnis. Da ist man schon sportlich mittlerweile dabei. Da ist man auch an ein Niveau angekommen, das kennen wir aus der Dotcom-Bubble. Da wurde sehr viel eingepreist. Nvidia ist aber nicht unbedingt gleichzusetzen mit Apple oder Alphabet oder wie sie alle heißen von den ganz großen Big Techs, aber ist deutlich aufgeholt. Und warum nenne ich Nvidia? Die melden nämlich verspätet am Mittwoch Zahlen. Mittwoch, Donnerstag, ich glaube Mittwoch melden sie Zahlen. Das könnte interessant sein, weil Nvidia nun wirklich sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen hat. Und da wird der Ausblick zeigen, ob denn in der Tat Tech schon so viel Geld abwerfen wird oder ob das erstmal alles Investitionsgeschäft ist. Das kann auch interessant werden, gerade bei dem Thema KI-Boom. Nvidia wird sich präsentieren müssen und es hat sehr, wie ihr selbst sehen könnt hier bei den Fundamentals, also Fundamentaldaten, hat sie sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen, die Aktie.
der Wert im Allgemeinen. Aber das nochmal zum Thema KI, das ein bisschen einzusortieren, allgemein im Markt einzusortieren. Die Rezession, die anstehen wird, sehr wahrscheinlich in USA, vermutlich auch Deutschland nächste Woche Daten, vielleicht sind wir schon drin, minimal, aber die ist halt angekündigt, auch muss man auch sagen. Aber diese Abschwächung oder Rezession ist durchaus auch in den Kursen drin. Es ist nur überlagert durch einige große Titel und durch so einen KI-Boom, der sich aber erstmal beweisen muss. Das wird man länger verfolgen müssen, gab es immer wieder. Und Tech profitiert sowieso immer überproportional. Tech überproportional, da kommen wir gleich mal zum DAX. Der hat nämlich vergangene Woche ein Allzeithoch erreicht. Hier auch mal zu unterscheiden, ne? Das ist auch wichtig zu unterscheiden. Es gibt den Performance-Index und den DAX-Kursindex. Man hat sich ein bisschen bequem gemacht und präsentiert mittlerweile fast nur noch den Performance-Index, um nicht ganz so schlecht dazustehen. Vermutlich Botox-DAX wird er ja zu gerne genannt, der ein bisschen aufgeblähte DAX, wo eben die Dividenden mit berücksichtigt sind. Viele, viele europäische Aktienindizes oder auch an der Wall Street die großen Indizes, das sind alles reine Kursindizes. Und beim DAX ist das sehr verfälschend. Hier unten ist der DAX-Kursindex, der ein realer Vergleich zu den anderen Indizes wäre, ist hier unten zu erkennen. Blau, DAX-Kursindex hat kein Allzeithoch erreicht bisher. Er steht ungefähr so weit entfernt vom Allzeithoch wie der Dow Jones. Und der Performance-Index, wo im durchaus die Dividenden mit berücksichtigt sind, nicht durchaus, sie sind es, der hat ein neues Allzeithoch hingegen erreicht. Aber eben auf Performance-Sicht, ne, stehen wir auf dem Niveau von knapp über 2000. Da kommt dann so eine Schwankungsbreite beim DAX, aber so kontinuierlich, zum Beispiel bei Tech, US-Tech-Bereich, das sehen wir nicht beim DAX. Ne? Und ich habe es ja auch gesagt, hab da gleich für Kommentare oder Diskussionen losgetreten im Dashboard auf tradingportal.net. Der DAX ist auch ein relativ günstig bewerteter Index. Wenn man es im Vergleich zur Wall Street relativ günstig bewertet, aber das muss man eben auch, ist das nicht gleich der Punkt, der wird es immer nach oben schießen, weil er relativ günstig ist und Tech, oh Gott, die werden ja nach unten rauschen, weil die sind ja so übertrieben, jetzt Nvidia haben wir gerade gesehen, aber das sind die historisch immer. Das sind Fantasietitel. Wir sind sehr konservativ aufgestellt. Haben wir was mit KI? Haben wir auch was Großes mit Tech im DAX? Haben wir alles nicht. Wir sind sehr, sehr konservativ und wir werden immer günstig bleiben. Solange wir nicht irgendwelche mal Fantasietitel hineinkriegen, die auch gepusht werden, die auch vielleicht große ausländische Investoren anziehen, bleiben wir ein defensiver Titel und wir werden immer günstige Bewertung behalten und werden auch dort nicht mehr rauskommen und Tech wird teuer bleiben. Tech ist immer teuer. Tech hat viele Fantasietitel drin. Einige Fantasietitel, da geht die Rechnung komplett aus. Denkt an die großen Big Tech-Konzerne, die alle ganz klein begonnen haben und jetzt eine Mega-Performance haben. Bei einigen geht es nicht auf, die verschwinden dann wieder, werden abverkauft, aber Big Tech überlagert das dann sowieso. Also das ist nicht unbedingt gleich sagen, oh, der ist günstig, wie war der, spinnt ja wohl, kann ja wohl nicht sein, ist er, aber wir haben einen konservativen Index und das heißt nicht, dass man jetzt hier durch die Decke gehen muss, bis man extra teuer bewertet ist wie Nasdaq, das wird niemals passieren. Und das heißt auch nicht, dass Nasdaq jetzt großes Korrekturbedarf hat. Wird auch immer teuer bleiben. Das kann man bitte nicht gleichsetzen. Aber ich weiß, ich euch bloß zeigen wollte, DAX-Kursindex, der faire Vergleich mit den anderen Indizes, der nie gezeigt wird, weil es einfach zu bitter wäre für Deutschland, wenn wir einen Index haben, unser Leitindex haben, der letztendlich seit gut 24, 25 Jahren nicht von der Stelle kommt. Da sieht der Performance-Index zumindest etwas besser aus. Ja, was man auch noch hat, was zu erwähnen sei, wir hatten ja nach Börsenschluss am Freitag wurden wieder die Einlagen gemeldet, die Einlagenabflüsse aus den Banken regional in den USA, vor allem die Regionalbanken, ein Thema hier rot zu sehen, die Big Banks sind hier blau zu sehen. Wir hatten die nächste Woche mit Einlagenabflüssen nicht mehr ganz so stark wie zum Hochpunkt der Pleitewellen, bei den US-Banken, aber die Abflüsse halten weiter an. Erneuter Rückgang und es wurde ein bisschen, ja, die Regionalbanken haben auch eine Schwächephase gesehen, dann zum Wochenabschluss hinein. Warum? Weil Yellen hat gesagt, die Banken müssen sich bitte darauf einstellen, dass wir weitere Zusammenschlüsse brauchen, also Notzusammenschlüsse. Denkt an Credit Suisse oder denkt, was JP Morgan übernehmen muss. Finanzministerin Yellen gesagt hat, wird noch mehr auf uns zukommen. Ihr müsst bitte noch weitere übernehmen. Heißt zugleich, sie ist nicht ganz zuversichtlich, dass die Krise im Bankensektor vorbei ist. Und auf der anderen Seite sagt der CEO von JP Morgan, also wir übernehmen hier nichts mehr. Wir haben ja schon genug Risiko aufgeladen, möchten wir nicht.
Also mal gucken, wie das dann weitergehen wird. Das sorgte wieder etwas für Verunsicherung, dass einfach das Problem im Regionalbankensektor noch nicht gelöst ist. Woher auch? Die Geldpolitik hat sich ja nun auch nicht geändert. Wir haben weiter Abflüsse zu verzeichnen. Die Geldfonds profitieren da Unsicherheitsfaktor, die gewerblichen Immobilien. Möchte nicht wissen, was da für faule Kredite noch drin schlummern. Das Thema ist einfach ungelöst und sorgt immer wieder ein bisschen für Schlagzeilen. Aber solange es im Regionalbankensektor bleibt und jetzt nicht fünf Banken auf einmal fallen, ist das handelbar. Das ist managebar. Es dürfen nur nicht große Banken sein und es dürfen nicht zu viele Banken sein. Jeden Tag ist plötzlich eine weitere Bank, die ins Kippen gerät. PacWest wird sicherlich folgen. Aber das hat der Markt eben auch schon ziemlich, ja. Haben wir es zu oft gehört, dass es mittlerweile drin, darauf reagiert er nicht mehr besonders stark, ähnlich wie die Rezession wird kommen. Wie oft wurde die jetzt schon angekündigt, da ist der Markt auch schon etwas vorbereitet. Die Frage ist ja, wie lang wird sie dauern und wie tief wird sie sein? Also Regionalbanken, Abflüsse weiterhin, Freitag nach Börsenschluss gemeldet, weiter vorhanden. Dann hat man noch Jerome Powell, hatte ich auch live gepostet, der Diskussionsrunde mit Ben Bernanke. Und war eigentlich auch sehr interessant auf dem Markt. Wir hatten Verfallstermin, wir haben ja allgemein Ausbruchsszenario gerade gehabt, da guckt man nicht so recht hin. Aber viele Geschenke hatte Jerome Powell auch nicht zu verteilen. Hat wieder gesagt, der Markt, der preist den Zinspfad einfach falsch ein. Der Pivot, ja, er sieht den Pivot wirklich kommen. Es wird mal Zeit, einfach zu beobachten, die nächsten Daten. Ja, deutlicher Hinweis, es wird die Pause geben, sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Zinsschritt sehen sollten. Risiko ist schon zu hoch und die Inflation ist wirklich zurückgekommen, aber er sagt, sagt eben auch, wir dürfen nicht versäumen, die Inflation nachhaltig runterzukriegen. Ein 70er-Jahre-Szenario ist da sicherlich im Kopf, weil dann sind die Schmerzen viel länger, werden die uns begleiten und Probleme bereiten. Ganz klar gesagt, und dass in der Zinsfahrt nicht stimmt, dass wir baldige Zinssenkungen sehen, wird es nicht geben. Er hat nicht gesagt, dass die Inflation, das Inflationsziel jetzt schon im Blick ist, wir uns schon gut hinbewegen, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wir sind weit davon entfernt. Das Wort weit, ne? Far away von, sind wir vom Ziel. Und es ist auch deutlich. Auf die Nuancen bei den Notenbankern muss man achten, in ihrer Sprache. Und wenn er gesagt hat, ein bisschen kurz davor, wir bewegen uns gut zum Ziel hin, ein bisschen weit entfernt. Okay, das ist eine Ansage. Sollte man hinhören. Und dadurch ist der Punkt mit, jetzt auch das Szenario, da muss man sehen, dass die Inflation, hohe Inflation, eben gerne so klebrig wurde, eben nicht schnell dann zu 2% gefallen. Man fällt stark runter, hatte ich ja auch schnell gesagt. Vermutlich fallen wir schnell Richtung 4%, aber dann mal gucken, was mit den letzten werden. Das sind die schwierigen Prozente, wo da auch die Nachholeffekte mit hineinkommen und da wird es träge. Ne? Also die 2% zu holen, das war immer schon ein schwieriges Unterfangen, das zieht sich dann gerne hin. Ersten Schwung runter, ja, Ziel schwierig. Aber sind wir bei 3%? Ja, irgendwann hebt man da vermutlich auch das Inflationsziel an. Aber dieses Szenario mit im Sommer kommen schon die ersten Zinssenkungen, 100 Basispunkte bis Jahresende, hat Jerome Powell einen ziemlich deutlichen Schlussstrich drunter gezogen. Das wird es nicht geben. Das wird es nicht geben. Auch kein einziger Notenbanker spricht aktuell von Zinssenkungen. Die sagen, ja, vermutlich gibt es keine Erhöhung. Es könnte der Gipfel sein. Aber eine Senkung ankündigen, ist man ganz weit entfernt. Und vermutlich preist das der Markt falsch ein. Wir werden dann länger eher einen hohen Zinspfad haben, der auch eben sehr restriktiv ist für die Konjunktur und diese Konjunktur zusätzlich belasten wird. Aber falls die Markterwartung wirklich in Tat und die Tat umgesetzt hat, dass sie sich bewahrheitet, sollte man sich fragen, ob das positive Szenario ist. Wenn die Notenbank plötzlich um 100 Basispunkte nach unten gehen möchte, warum wird sie das tun? Im besten Umfeld? Obwohl das Inflationsziel nicht erreicht ist, obwohl ich ja auch ein Paul gesagt habe, es ist weit entfernt, es ist ein langer Weg, wir dürfen nicht vorher einknicken, weil ansonsten sind die Schmerzen viel länger. Nein, dann stimmt was nicht. Dann haben wir eine sehr tiefe Rezession, die außer Kontrolle geraten ist. Oder wir haben ein Systemereignis, wo die Notenbank muss buddern, damit das System nicht aus den Fugen gerät, analog der Finanzkrise. Das sind zwei Punkte, warum die Notenbank vorzeitig sehr stark umkippen würde, was der Markt momentan erwartet. Aber das sollte man nicht erwarten, weil das wird die Notenbank nur tun, wenn wirklich etwas richtig im Argen liegt. Und das sollte man sich vielleicht nicht wünschen. Bis dahin wird der Zinspfad sehr hoch bleiben, sehr lange im restriktiven Niveau. Also vor 2024 werden wir das restriktive Niveau nicht verlassen. Und dann bitte die Verzögerungseffekte, bis das dann erst richtig in der Konjunktur ankommt, ist ein ganz weiter Weg. Also die Konjunktur wird durch die Geldpolitik auf alle Fälle dieses ganze Jahr noch belastet. Und das sehen wir ja nun mittlerweile. Die letzten Daten, die wir eigentlich erwarten, die waren alle schwach. Schwach, 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 die deuten Richtung deutliche Abkühlung im Sommer hin, weiß nun natürlich auch schon der Markt. Aber die große Frage ist eben, wie stark
diese ausfallen wird, diese Abschwächung und wie lange sie anhalten wird und ob die Notenbank dann wirklich umkippen wird oder ob sie diese Abschwächung begleiten wird mit einer sehr restriktiven Politik. Und ich glaube, hier liegt der Fehler an der Markterwartung. Sie wird nicht stark umkippen, die Notenbank, wenn dann Minischritte und Minischritten 25 Basispunkte ist man nicht in irgendeiner stimulierenden Geldpolitik, dass man weit davon entfernt. Im Gegenteil. Großes Umkippen wird es nur geben, wenn wir etwas erleben, was wir uns alle nicht wünschen. Und das ist ein Problem. Pivot bin ich absolut dabei, der steht mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir einen Zinsschritt sehen. Aber Senkung, das sollten wir uns bitte nicht zeitnah wünschen. Problem bei dem Bären zeige ich euch wieder, zeige ich euch jede Woche. Hier im Future-Bereich S&P 500 E-Mini. Wir haben ja die schwachen, letzte Woche habe ich es auch gezeigt, wir hatten diese sehr schwachen Konjunkturdaten und die Shortquote ist noch stärker angestiegen. Einige haben gesagt, das Käufervolumen ist aber hochgegangen. Ja, wir hatten natürlich aber auch einen Verfallstermin und auch die Zero Days to Expire, diese Eintagesoption, die jetzt so im Trend sind, die waren auch sehr call-lastig. Die sind natürlich dann auch gerne dann beschleunigend für dem Sprechen des Squeeze-Bewegung und was anderes. Ne? Das ist hier das große Bild, das sind auch die Hedgefonds, die sehr, sehr short-lastig notiert sind und das wurde wieder noch stärker. Ne? Also diese Short-Quote ist hoch, je schlechter die Konjunkturdaten ausgefallen sind, lange Seitwärtsrange. Ja, was passiert denn dann? Ne? Was passiert denn dann? Da sehen wir eben nochmal das Rauskegeln. Aber die großen, da vermutlich werden eher die Kleinen rausgekickelt, die Hedgefonds, die sind, die haben ihr Sitzfleisch mit Sicherheit, solange diese Rallye jetzt nicht stark beschleunigt. Und diese hohe Shortquote ist zu gerne eben ein Kontraindikator. Aber das hatte ich auch schon mehrfach gesagt, sie ist es eben nicht immer. Ne? In echten Krisen, Finanzkrise etc., hier war auch Corona, hatten wir eine hohe Shortquote. Wir hatten dann natürlich auch die Finanzkrise hier zu sehen. Ganz hohe Shortquote. Wir haben jetzt die höchste Shortquote seit der Finanzkrise. Damals ging das durchaus auch auf und die Shorties konnten Geld verdienen, die Hedgefonds haben es gut Geld verdient. Aber es braucht eben diesen Trigger. Wir brauchen eine Krise. Man braucht eine Krise, damit eben diese hohe Shortquote eben auch berechtigt ist. Ne? Dümpeln wir vor uns hin, ist das eher alles Kontraindikator für die Bären und die Shortquote bleibt weiter verdammt hoch und dann geht es Richtung Pain Trade, wer verliert, wer hat die Rallye jetzt verpasst, muss ich doch noch mit, ich muss doch Performance präsentieren, ne? Dann wird das, bestätigt sich das dann immer wieder, immer höher getrieben, wo die Konjunktur eigentlich eintrübt, dann gibt es eben diesen ja, berühmten Pain Trade, der dann immer weiter fortgeführt hat und sich quasi selbst nährt vom Bärenfleisch. Was wir auch noch haben, ist Sell in May. Auch der Klassiker, Sell in May. Ich habe es ja gesagt, Anfang Mai. Ja, es kommt in die schwache Saisonalität. Bitte verwechselt das nicht. Der Mai ist fast immer stärker. Im Mai werden nochmal die Bären rausgekegelt, die sagen, oh, Sell in May, ich muss verkaufen. Heißt doch Mai. Die werden dann rausgekegelt. Deswegen ist der Mai gerne auch nochmal fest. Besonders die erste Maihälfte ist sehr gerne fest geprägt. War überraschend schwach. Jetzt wird die Performance wieder etwas aufgeklärt. Ich schaue mal kurz, wie ist die Performance. DAX 2,2, Mai Performance, S&P 0,5, okay, ist gar nicht so stark. Dow Jones minus 2%, aber Nasdaq mit plus 4%. Also die Performance ist gar nicht so stark im Mai, aber sie wird eben jetzt gerade wieder etwas ausgebügelt. Und was man eben nicht vergessen darf, sofort habe ich die Kommentare gehabt, Selemir, gibt's doch gar nicht. Abgesagt, jetzt wird kaufen im Mai. Es ist halt dieses Sprichwort, das heißt im Sell in May, aber eigentlich ist es eben die Periode über den Sommermonat und der Mai ist eben trügerisch, weil der Mai eben zu gerne fester geprägt ist. Aber ich sage es jedes Mal seit Jahren und trotzdem immer das gleiche Szenario. Es werden die Bären gehen zu früh rein, die Bären werden rausgekugelt und sagen dann, das geht gar nicht auf. Natürlich kommt danach die Konsolidierung. Passend zur Saisonalität und sie wird auch diesmal kommen. Ja, sie wird diesmal kommen, die große Konsolidierung. Es könnte vermutlich auch der größte Rücksetzer des Jahres sein. Immer das gleiche Szenario. Im Mai niemals fällt ja doch aus, gut, wie stark der Mai ist. Und dann geht es los. Auch der Juni, dann, den wir dann sehen, historisch gesehen einer der schwächsten Monate. Ja, dann sind die Zelle mehr Leute, sind da schon umgezwitscht. umgezwitscht und sind da zum Bullen geworden und weil Sell in May fällt, ist ja ausgefallen und mit dem Juni kommt dann die Schwächephase hinein. Jetzt beeile ich mich mal ein bisschen. Termine schauen wir uns natürlich noch an. Es steht einiges an, was wir auch noch haben. Schuldenobergrenze, ganz, ganz wichtig. Ne? Wir hatten ja der Trigger so ein bisschen im dünnen Umfeld war das Thema, man wird sich einigen im Bereich der Schuldenobergrenze, Republikaner und Demokraten. Und diese Einigung hat man schon mal eingepreist. Jetzt ist es wird kommen.
Es ist so logisch, sie haben sich immer geeinigt. Ne? Selbstverständlich werden sie sich nicht pleite gehen lassen, sich gegenseitig, die USA, die Politiker wollen dafür dann die Verantwortung tragen. Das wird nicht passieren. Und so hat man dieses Szenario ein bisschen gespielt. Ja, man ist positiver Dinge, man wird sich einigen. Ja, und die Stimmung ist gut, alle haben Einigungswillen, aber wir sind alle von der Meinung sehr weit entfernt. Und es hat sich bisher, ich kann nochmal rüberschauen, was Neues reingekommen ist. Nein, die warten jetzt darauf, dass Biden zurückkommt vom G7-Gipfel. Und dann möchte man das weiterfahren. Es gab übers Wochenende keine Fortschritte. Das ist jetzt interessant. Thema Schuldenobergrenze wurde eingepreist, die Rallye damit befeuert. Ich hatte es auch letzte Woche gesagt, wäre mir ein bisschen früh, wenn wir uns jetzt schon einigen. Es ist eher so ein Ding, Last-Minute-Aktion. Last-Minute-Aktion, letzte Rettung, kann sich hinziehen. Und das kann das Trügerische sein. Wenn wir jetzt am Wochenende kurz vor Börseneröffnung dann die ersten Schlagzeilen geben, wieder ergebnisoffen, ohne Annäherung auseinandergegangen, kann die Rallye eben auch ganz schnell, also muss man ein bisschen einsortieren, wo die Rallye überall lief, kann die auch ganz schnell wieder abgegeben werden. Das ist ein offenes Thema. Das darf sich nicht länger hinziehen. Jetzt braucht es diese Lösung. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich am Wochenende schon gelingen wird. Es sieht auch momentan nicht danach aus. Es ist eher so eine Last-Minute-Aktion. Dann ist die Frage, vielleicht kann ja Finanzministerin Yellen noch ein bisschen was rumschieben im Haushalt, dass man eben nicht gleich in die Zahlungsunfähigkeit drückt. Dann kommen noch bald Steuerzahlungen hinzu, Anfang Mitte Juni könnte man auch wieder Zeit gewinnen. Also mal gucken, ob das Thema wirklich so schnell abgehakt ist oder ob es so wieder so sich lange hinziehen wird und dann auch die Volatilität wieder in den Markt bringt. Jetzt hat man vorzeitig im dünnen Marktumfeld genutzt, eine Einigung vorzeitig gefeiert, fraglich, ob das wirklich schon zu früh war oder ob man jetzt doch nochmal vielleicht sogar Wochen dieses Thema noch mit uns tragen wird. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wie gesagt, Demokraten und Republikaner allgemein sind doch sehr weit auseinander mit ihren Meinungen, sind aber bereit, sich zu einigen. Aber denkt an die MAGA-Fraktion Republikaner, ne? Bei der Wahl des Mehrheitsführers im Senat hat ewige Wahlrunden benötigt, bis sie dann doch mal einen eigenen Kandidaten in diesen durchsetzen konnten. Also man ist dort auch tief gespalten. Vielleicht möchte nicht jeder Senator der MAGA-Fraktion, also Make America Great Again, also Trump-Fraktion, die beiden Administrationen diesen Erfolg dann auch gönnen und was eigentlich auch im Sinne des Landes wäre. Also mal gucken, ob das wirklich die Mehrheiten wirklich so sicher sind und ob die Einigung nicht zu früh verkündet wurde. Das ist ein Trigger, ganz große Unbekannte in der kommenden Woche. Wenn dir das sich hinzieht, man findet nicht zueinander, ist ja ganz schnell wieder Volatilität auch nach unten drin. Ne? Das kann ich jetzt nicht, kann man schlecht berücksichtigen jetzt, aber das sollten wir beobachten, ob hier in der Tat eine Einigung hineinkommt. Montag wird das Hauptthema sein, denn wir haben kaum Impulsgeber. Dienstag kommen die ersten Frühindikatoren, die Einkaufsmanager-Indizes, die gemeldet werden. Deutschland, Eurozone und der US und den USA. Und was haben wir noch? Mittwoch IFO-Geschäftsklimaindex, also weitere Frühindikatoren. Braucht es eine Erholung, nicht noch mal schlechtere Daten, die müssen sich jetzt stabilisieren, FED-Protokoll wird auch gemeldet, vielleicht noch mal der Hinweis dann, dass keinem Mitglied der FED von einer Zinssenkung gesprochen hat, vermutlich wird das rauskommen, dass das Thema gar nicht auf der Agenda stand, sondern eher kommt noch mal eine Erhöhung oder keine, könnte auch etwas, ein bisschen die Hoffnung herausnehmen. GfK-Konsumklima, das haben wir uns etwas erholt. Am Donnerstag hatten wir uns vom Tiefstätten erholt. Diese Erholung muss weitergehen und wir dürfen nicht wieder zurück auf die Allzeittiefstände fallen, denn Konsum ist in der Tat momentan schwierig. Eine Rezession, die anklopft, ein hoher Preisdruck, der die Konsumenten unter Druck setzt. Wir haben die BIP-Daten, die endgültige Fassung, die gemeldet wird. Gerade Deutschland könnte interessant sein, weil wir wirklich um 0,0 und die Rezession umgangen sind, die technische Rezession. Die letzten Konjunkturdaten deuten aber an, dass vielleicht noch mal eine minimale Anpassung auf der Unterseite geben kann. Eine minimale Anpassung würde heißen, wir wären in einer Rezession. Aber ja, letztendlich auch erwartet mittlerweile. Wie gesagt, die Frage ist eher, wie lang und wie stark. Könnte aber interessant sein, dass es vielleicht doch bereits Deutschland dass Deutschland vielleicht doch schon in eine Rezession hineingerutscht ist. Freitag haben wir danach die PCE-Daten, das sind die Inflationsdaten aus den USA, die FED insbesondere im Auge hat. Ja, also Frühindikatoren im Blick. FED-Protokoll im Blick, Konsumdaten im Blick, BIP-Daten im Blick und Inflationsdaten in den USA. Da hat man ja gemerkt, auch den deutlichen Rückgang der Erzeugerpreise, der Markt hatte da gar nicht drauf reagiert. Da ist der Haken dran. Der Haken ist dran beim Thema Inflation, dass die Inflation zurückkommt und kein Problem mehr darstellen wird.
Das ist eingepreist. Ne? Da reagiert der Markt kaum noch drauf. Was mit Sicherheit nicht eingepreist ist, wenn die Inflation eingepreist ist, wenn die Inflation wieder nach oben geht. So deutlich auf der Oberseite überrascht. Ne? Dann ist das schnell wieder ein Thema. Da sind Jerome Powells Worte wieder da. Wir dürfen, müssen die Inflation komplett vernichten. Ansonsten ist der Schmerzen lange, wird uns lange begleiten. Das darf nicht passieren. Ne? Es ist, der Markt reagiert nicht mehr darauf, dass die Inflation sinkt. Das ist die klare Erwartungshaltung. Und das muss aber jetzt auch passieren. Ne? Der Überraschungspotenzial ist leider auf der Oberseite. Das heißt zum Negativen für die Aktienmärkte. Nun gut, was haben wir noch? Was haben wir noch? Eigentlich haben wir gar nicht mehr viel. Ne? Das soll schon gewesen sein mit dem allgemeinen Überblick. Wir schauen uns jetzt natürlich noch die Chartreihen an. Zuvor bitte nochmal der Hinweis für kleine Fingerübungen. Das Video ist wieder etwas länger schon. Ich merke es schon. Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen und ein Abo nicht vergessen, wenn euch dieser Kanal gefällt. Wer mehr Informationen haben möchte über den ganzen Tagesverlauf, alle Grafiken und noch viel mehr dazu. Ich komprimiere die Sache hier schon gewaltig. Dann bitte einfach ins Dashboard mit vorbeischauen. Da unterstützt ihr zugleich den Kanal. Aktuell gibt es noch die Rabatte. Es gibt noch ein Gewinnspiel. Unterstützt ihr nicht nur den Kanal, sondern bekommt auch noch einen ganz großen Mehrwert dazu. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir hinein in die Indizes, damit sie doch nicht ganz zu lang wird. Wie gesagt, viele, viele Grafiken habe ich und ich versuche sie etwas zu komprimieren im Wochenausblick. Alle Grafiken gibt es dann natürlich wie immer nur im Premium-Bereich oder eben auch im Trading statt auf tradingportal.net. Hier nochmal ganz kurz eingezeichnet, Zelle-Mäh-Phase, das Trügerische, was ich jedes Mal in den letzten Jahren sage, Phase Mai bis Oktober, ne? September sollen wir wieder zurückkommen. Die habe ich hier eingezeichnet und zu gerne auch während der Hosse war es der Hort von stärksten Rücksetzern im Jahresverlauf. Gerne mal 10%, manchmal auch etwas mehr. Hier habe ich es jetzt auch eingezeichnet und ungefähr Rücksätze da kommen kann während der Saisonalität. Und das Trügerische eben, alle sagen, helle Milch muss verkaufen. Jedes Mal. Ich habe es wieder gelesen, obwohl ich das ganz klar angekündigt habe. Anfang Mai, der Mai ist fest da, das werden nochmal die Beeren rausgekekelt, geht nicht so früh rein, wartet auf die Signale, meistens geht es erst ab Juni die schwache Saisonalität los. Es ist in der Spruch, der heißt nun mal Zellenmäh, aber am Anfang Mai ist meistens die feste Zeit. Aber jedes Mal, identisches Bild jedes Mal. Und ich erwarte weiterhin, dass wir 10% durchaus abgeben können, hier für den DAX zum Beispiel zu sehen, dass uns das hier durchaus drohen kann und dass es aber sehr bullisch genutzt werden kann. Das schauen wir uns nämlich jetzt nochmal an. Also diese schwache Saisonalität möchte ich nicht abhaken. Ist auch jedes Mal die gleiche Diskussion. Jedes Mal ist dann der Mai fester. Ich kriege die Kommentare, das ist doch Quatsch, diese Grafik wird nicht aufgehen. Es wird diesmal, geht es nur nach oben. Gucke an, was der Mai gebracht hat. Jedes Mal. Und dann kommt natürlich trotzdem diese Konsolidierung. Aber so ist es halt. So ist es, so ist der Mensch. Hier ist der Kai, der ganz große, seit 2000. Hier ist die Kombab, hier ist die Finanzkrise und hier ist die aktuelle Marktphase. Die hatte ich euch letzte Woche oder 14 Tagen auch schon eingesetzt. Das ist mein Hauptszenario, was ich habe. Das ist dieses Hauptszenario, was ich habe. Wir haben seit einer Rallye seit Oktober mittlerweile 37% und diese Rallye haben wir nicht konsolidiert. Und wir werden diese konsolidieren. Die Frage ist, konsolidieren wir sie bullisch oder gibt es vielleicht noch eine große Korrektur? Eine ganz große Korrektur kann es ja natürlich auch noch geben. Kann ich nicht ausstehen. Ich weiß nicht, was noch passieren wird, wenn ein großes Ereignis reinkommt, Systemereignis reinkommt, die Notenbank plötzlich 100 Basispunkte auf einmal senkt, was sich der Markt ja erhofft. Oh, hoffentlich kommt das. Aber wenn sie das tut, da ist was ganz Schlimmes passiert, was wir eigentlich nicht wollen. Und diese Geschichte wissen wir nicht. Diese Geschichte ist noch nicht geschrieben. Wir können nur darauf reagieren. Mein wahrscheinliches Szenario ist immer noch, dass wir hier eine Abstoßbewegung sehen und die Oktoberbewegung von plus 37% für unseren überhitzten DAX, dass diese auch konsolidiert werden muss. Hier habe ich ja eingezeichnet, die Retracement, Fibonacci-Retracement hier mal 14,4 wäre 38,2, knapp 14.000 wäre es 50er Retracement, eine ganz saubere Konsolidierung, habe ich als ABC eingezeichnet, könnte auch wunderbar passen, da wird man die Trendlinie brechen. Hätte eine Rebound-Bewegung eventuell dann Chance, würde sich eine SKS-Formation andeuten. Die Bären gewinnen wieder ganz viel Opern. Oh, sogar eine riesige SKS-Formation kommt. Triggert man dann ganz kurz, um danach wieder nach oben zu ziehen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier dann plötzlich eine Abwärtsbewegung sehen, eine SKS-Formation, Bären dann wieder. Wo sind wir dann? Da sind wir hier schon wieder im Oktober, September. Also Comeback in September, ZME. Aber dann September zurückkommen, sind wir dann fast in dieser Phase drin. Mit einer SKS wäre fertig und die Bären sind wieder übermütig. Und dann ziehen wir hier durch und schließen diese Konsolidierung. Ist, kann natürlich dieser Konsolidierung kann ganz anders ausfallen, anderes Muster, aber so eine Konsolidierung dieser schwachen Saisonalität bis September kann ich mir einfach weiterhin vorstellen und es hat sich auch nicht geändert durch die 2% mehr in der letzten Woche. Wir hatten diese Seitwärts-Ranger, die haben wir jetzt aufgelöst, wir waren ja komplett seitwärts gerichtet, sehr enge Spanne und hier gab es jetzt diesen Squeeze.
Und die Frage ist, geht man diesen jetzt schnell wieder ab oder können wir uns stabilisieren? Da hängt sehr viel dran für dieses Szenario, was ich euch hier eingezeichnet habe, wo ich eben durchaus an der schwachen Saisonalität auch den DAX bei 14.000, 13.800 als wahrscheinliches Szenario vorstellen kann, was absolut nicht bärisch wäre. Das muss man ganz klar sagen, das ist hier die Bewegung seit Oktober, die Konsolidierung der Bewegung seit Oktober und danach geht es dann los und der Bärenmarkt wäre dann komplett abgehakt und wir sind dann auf dem Weg zu neuen Höchstständen und vermutlich dann auch Richtung 18.000. Aber dann muss man die so konsolidieren. Untergeordnet, wenn man jetzt in der Tat diesen Ausbruch hier oben, den man sehen, aus der Seitwärtsrange, hatte ich ja im Fall schon hingemacht, wenn wir uns jetzt hier stabilisieren können am alten Allzeithoch bis knapp 16.450, 16.500, vielleicht das Bild hier unten nochmal hinbasteln hier, ne? So eine Seitwärtsrange hier jetzt auch hinbasteln, uns hier so stabilisieren, vielleicht wieder, das sieht nicht richtig aus, also ein symmetrisches Dreieck basteln oder vielleicht auch eine kleine Flagge, dann wäre das eher der Hinweis, da kommt was hinterher, jetzt muss ich das langsam hinterfragen. Ne? Also ich hatte es letzte Woche ja schon gesagt, mit dem neuen Allzeithoch kann ich mit diesem Szenario auch noch leben und es hat sich nicht verändert, aber ich würde meine Meinung hier anpassen, immer sowas wie der hier reinbasteln, jetzt schon wieder so konsolidieren, ne? Wieder eine bullische Konsolidierung reinbasteln, dann kann man eben die Sache nach oben auflösen. Wir stehen dann ganz schnell an 17.000. Das wird vermutlich die nächste Woche schon ein bisschen bringen, ob man diese Squeeze-Bewegung, die wir jetzt hier sehen, mit mehreren Aufwärtsgaps komplett wieder abgeben, komplett in sich zusammenfällt. Dann halt, lasst das mal im Auge hier, dieses Szenario, das lebt für mich da komplett weiter. Und wir kommen dann auch wirklich in die schwache Saisonalität dann wirklich rein, also nicht nur dieses Nachsprichwort, sondern auch richtig, aber so eine obere, hier so eine flache Konsolidierung, die wieder anfangen, dann ist sowieso kein Grund, hier erstmal schon reinzuspringen, sollte man sowieso abwarten, wenn man 16.000 jetzt schon im ersten Support-Bereich und ganz unten hier die 15.6, 15.7. Solange wir dort nicht durchrauschen, würde ich hier gar keinen übergeordneten Short setzen. Ne? Das wäre natürlich etwas lebensmüde, das sind große Unterstützungszonen, die wir haben. Also das Szenario für den DAX nicht verändert. So wie ich letzte Woche auch gesagt habe, die werden diese Oktober-Rallye werden wir konsolidieren. Die Frage ist, ab wo beginnt die Konsolidierung? Wir haben hier keine Signale bisher. Nehmen wir die ersten Zwischentiefs hier heraus. Okay, dann wird es erstmals interessant. Bisher haben wir diese Supportzone immer verteidigt. Ne? Erstmal verteidigt. Jetzt haben wir die Squeeze-Bewegung. Geben wir sie her direkt. Da halte ich mir sehr viel direkt, dass diese Wahrscheinlichkeit hier zutrifft. Bleibt für mich dann weiterhin auf Platz 1 anstatt dieser direkten Bewegung zu 17.000. Aber wir haben jetzt wieder eine hohe Seitwärtsbewegung, die im bullischen Muster verläuft, der dann, mal sehen, ne? Da müssen wir die Sache weiter beobachten. Sowieso, ne? Man diese Szenarien erst interessant, wenn wir eben hier erste relevante Zonen reißen. Und momentan bauen wir eher immer neue Unterstützungszonen auf. Und reißen wir die mal mit Dynamik, dann sind wir da drin. Und da sollte man nicht wieder dagegen stellen. Ne? Da beginnt nämlich die andere Bewegungsrichtung. Was in diesem Muster eben auch nicht passieren darf, dass man sowas hier sofort, dass wir jetzt eine Krise sehen und sind sofort so in der Bewegung, dass wir sofort runterrauschen bis zum 50er Drehsmann. Ne? Dann sind wir im Korrekturmuster sogar drin. Dann ist hier so eine bullische Konsolidierungshinterfragen. Also wäre schon gut, so ein bisschen mühsamer nach unten laufen. Und am besten dieses ABC-Muster wäre sehr, sehr bullisches Zeichen. Also starke Abwärtsdynamik sollte es eben auch nicht geben. Dann kann es noch viel stärker nach unten gehen. Da kann man auch 12.000 noch sehen. Ne? Aber das braucht eben immer die Signale. Momentan Übertreibungsphase, vielleicht Übertreibungsphase der fünften Welle. Und diese gilt es jetzt genauer zu beobachten. Ich zoome hier ganz kurz noch hinein. Das gleiche Bild DAX. Ne? Wir haben eine lange Seitwärtsrange gehabt, wollten uns gar nicht entscheiden. Aber auch der Wille, ne? Immer wieder hier die langen Lunden an den Tageskerzen, hat man ja auch angesprochen. Hier an der 15.7, 15.6 war die erste Supportzone. Was haben wir gesehen? 16 haben wir hergegeben, 16.000. 15.7 immer wieder verteidigt und wollte diesen Support einfach noch nicht reißen. Wollte man nicht hergeben, dann sind wir hier durchgesprungen durch die 16.000 Squeeze-Bewegung. Allzeithoch geholt. Aber vielleicht war das Allzeithoch einfach auf der Liste, hat schon so ein großen magischen Magneten gehabt. Jetzt holen mich schon, jetzt holen mich schon. Und vielleicht reicht es dann auch und die große Rallye vom Oktober kann dann erstmal konsolidiert werden. Wie gesagt, muss kein Weltuntergang sein, kann ein komplettes bullisches Muster sein. Konsolidierung ist sowieso immer ein Zeichen, dass danach in Trendrichtung weitergehen soll. Ob das eine Korrektur wird, wie gesagt, das müsste man dann, kommt dann auf die Bewegung an. Kann man alles im Vorfeld nicht sagen. Das zeigt uns doch der Chart. Also diese Bewegung hier darf jetzt nicht wieder so, ne, darf jetzt nicht diese Squeeze-Bewegung sein und dann hier oben seitwärts weiterlaufen.
Das darf nicht im Sinne der Bären passieren. Im Sinne der Bullen wäre das gut. Und was ist es? Diese Treppenmuster könnte dann weiter fortgesetzt werden. Und so hält sich dann auch das übergeordnete Bild immer weiter auf. Sofortiges Hergeben, wieder reinfallen. Jetzt haben wir jetzt unsere 16.000, 15.900. Die Ecke hier haben wir jetzt nächstgrößere Supportzone. Wäre schon gut, dass wir jetzt hier höchstens noch abprallen und wieder Schwung holen und nicht dort wieder reinfallen. Das wäre ein erstes Warnsignal, wenn wir wieder in diese Seitwärtsrange rein, von die wir in den letzten Wochen hatten. Ja, 5, 6, 5, 7, so 16.000. Dort reinfallen, erstes Warnsignal, dass hier dieser Sprung eben nicht nachhaltig war, sondern die letzten Stop-Loss bloß geholt wurden. Die ganzen Untermarken, wie gesagt, gibt es alle auf tradingportal.net. Tag für Tag aktuell, da lohnt es sich dann einfach auch mal den Premium-Bereich zu nutzen. 15.270, 15.290, alte Allzeithoch, erste relevante umkämpfte Zone. Oberhalb können wir neues holen, über die 3,30 zu 400, 450 wären dann weitere Zonen, die wir direkt holen könnten. Unterhalb holen wir dann erstmal die Gaps, 16.160, da unter die große Gapszone an der 16.070 und knapp 16.000. Wie gesagt, das schließen und dynamisch nach oben schießen, maximal lange Lunte stehen lassen, am besten eigentlich offen lassen. Ja, das wäre eigentlich das Beste. Aber hier wieder reinfallen, diese Zone, wäre das erste Signal der Obacht. Dann haben wir ja bloß Stop-Loss-Hunting gesehen. Wir gehen hinein in den S&P 500, hier im Wochenchart. Letzte Woche auch nicht groß zugelegt. Auf Monatssicht auch ein minimales Plus. Es hat sich halt auch nicht so viel getan. Ne? Das sind die letzten Wochen hier zu sehen. Hier ist die vergangene Woche ein bisschen drüber gekommen. Wir haben aber das Februar-Hoch herausgenommen, beziehungsweise sogar Januar ist das mühsam herausgenommen. Aber das ändert eben nichts am Gesamtbild. Übergeordnet stehen wir hier weiter, genau zwischen 50er und 61,8er Drehsmann der Bewegung. Tiefpunkt zum Allzeithoch. Hier zu sehen, die blaue Box, die grüne Box, jetzt hier ist 50er, 61,8er Drehs, bewegen wir uns in mittendrin. Das ist eigentlich eine ganz normale Konsolidierung, auch das Muster dieser Bewegung hat eher was Konsolidierendes, ne, dass wir mühsam hier ein höheres Tief gerade so ausgebildet haben, hier jetzt hier vom November zum Januar gerade so einen höheren Hochpunkt, den Januar-Hochpunkt jetzt auch gerade so mit einem neuen Hochpunkt ausgebildet. Also das sind nicht so ganz starke Bewegungen, das sind sehr, sehr fast schon nebeneinander, leicht anstiegsbloß in die Zone hinein, 50, 61 Retracement, das ist für mich immer noch zu wenig. Geht es jetzt zu beobachten, ob es ja Anschlusskäufe gibt, aber das übergeordnete Bild hatte ich ja auch schon eingezeichnet von der Corona-Bewegung. Diese bewegen wir uns eigentlich nur in der Konsolidierung dieser Corona-Squeeze-Bewegung nach oben. Sind wir weit gelaufen, aber so ein Zwischenschritt fehlt ja eben auch noch, dass das hier unsere große Abwärtsbewegung war. Und seitdem sind wir hier so in der Konsolidierung drin, die auch ein ziemlich konsolidierendes Muster hat, dass wir das durchbrechen können. Gegebenenfalls bloß für einen Doppelboden. Das wären dann auch ungefähr minus 10%, die wir dann hätten. Und es wäre auch komplett dann wieder ein Konsolidierungsmuster der schwachen Saisonalität. Im sehr bärischen Fall ist das hier eine Zwischenkonsolidierung. Natürlich, wir holen nochmal richtig was nach und bilden das hier quasi nochmal nach und sehen eine große Abwärtswelle Richtung 3000. Das Szenario lebt definitiv weiter. Ist nicht zerstört auf diesem Bild. Ne? Wir sind weiter in der Konsolidierung dieser großen Bewegung und es fehlt ja so ein bisschen nochmal der Zwischenschritt. Der kann aber eben folgen in passend dieser schwachen Saisonalität, auch wenn es jetzt mittlerweile keiner mehr sieht, aber es ist vielleicht der Grund, dass dies genau kommt. Auch das wäre kein Weltuntergang. Naja, das könnte man super bullisch nutzen, wenn man hier nochmal runterfällt, Doppelboden sammelt und dann einen großen Angriff wagt und dann wirklich diesen Bärenmarkt, der in der Breite so nie vorhanden war, im Tech-Bereich war er vorhanden, aber in der Breite eigentlich nie, könnte man ihn komplett abhaken. Dafür darf es aber nicht zu starke Dynamik geben. Dieses Muster ist für mich Konsolidierung der großen Bewegung. Da hat sich nichts geändert. Bewegung ist wunderbar in Zielzone. Die grüne Box, die ich euch eingezeichnet habe. Und so schnell wird die auch nicht herausgenommen. 4,2. 4,1, eine neutrale Range, die wir haben, die wir in den letzten Wochen auch gut gehalten haben. Kommen wir über die 4,2, können wir hier die obere Verbindungslinie dieser möglichen Keilformation anlaufen. Knapp 4.260 wäre das. Da wären wir hier auch fast an den Hochpunkten dran aus dem August. Wenn wir die mehr herausnehmen könnten, hier 4.330, das wäre so ein Zeichen. Okay, wir wollen es direkt wissen. Aber für mich ist das ja keine... Bild, was typisch eine V-Erholung ist. Da müsste man viel dynamischer hochlaufen. Ne? Da müssten wir unten angekommen sein, hochlaufen, Zwischenkeulen hochlaufen. Das wäre die V-Erholung. Und nicht so einkeilen. Oh, einkeilen ist, gefällt mir nicht. Ne? Das sieht nicht aus, dass wir in Trendrichtung das fortsetzen wollen, dann hier hoch, sondern eher Trendrichtung, das ist der Haupttrend.
der übergeordnete und hier wird er dann fortgesetzt. Das sieht dann für mich nicht so stabil aus. Ja, aber oberhalb 4.1, 4.2, 4.260, darüber 4.3 im Blick. Unterhalb der 4.1 geht es wieder auf 4.050 und der 4.000. Erst darunter wird es erstmal richtig spannend, wenn man die 4.000 oder 4.050 ist schon die erste Zone, wo es dann spannender wird. Die müsste man mal herausnehmen, dann könnte Abwärtsdynamik hereinkommen. Solange wir sowas immer halten und doch immer kleinere Hochpunkte ausbilden oder höhere Tiefpunkte herausbilden und nicht die Zwischentiefs herausnehmen, dann ist das eben erstmal auch kein sehr bärisches Bild. Also S&P 500, weil jetzt hier ein paar Punkte mehr geholt hat, hat sich das übergeordnete Bild nicht verändert. Weiterhin komplett in der Box drin. Weiterhin mühsame Hochpunkte, mühsame höhere Tiefpunkte und kommt nicht so recht von der Stelle, hat für mich konsolidierenden Charakter. Jetzt verliere ich ja gleich die Stimme. Da trinke ich erstmal einen Schluck. Ich muss einen kurzen Schluck trinken. Zitronenwasser, es wird schon wieder so schön warm. S&P 500 auch hier im Monatschart nochmal zu sehen. Dotcom-Bubble, Finanzkrise, hier ist die große Hosse, die wir gesehen haben, die auch nie wirklich korrigiert wurde. Deswegen ist für mich auch kein richtiger Bärenmarkt hier im breiten Markt. Aber auch hier zu sehen, die 4000, gut zu erkennen, 4050, 4000, das ist wirklich die erste gute Supportzone. Momentan sind wir dort abgeprallt mit der Monatskerze und nach oben gelaufen. Ne? Das ist kein Grund, jetzt hier schon rein zu shorten, sei denn man sichert sich eng ab und glaubt das daran, dass jetzt der Rücklauf kommt. Aber ansonsten müsste man eigentlich die Zone 4000, 4050 abwarten, dort durchbrechen, könnte einen ersten im Hinweis liefern. Ansonsten ist diese Bewegung Richtung August hoch an der 4.3 auch noch möglich. Also die Monatskerze sieht erstmal nicht so verkehrt aus. Versuchen uns aus dieser langen Seitwärtsrange herauszuschieben, die absolut sehr atypisch ist für einen übergeordneten Boden. Hier mal 12 Monatskerzen nebeneinander zu setzen, ist nicht unbedingt ein Boden. So ein Boden ist unten ankommen, lange Lunte hochziehen. Ne? Das ist ein Boden. Und nicht hier, ich laufe seitwärts, ich laufe immer mehr seitwärts, hochvolatil. Ne? Da ist dieses Szenario hier mit Abwärtsbewegung, Konsolidierung, die wir hier haben. Und eine weitere Welle vielleicht, eben bloß um Doppelboden anzudeuten. Könnte man das dann sehr bullisch nutzen mit Doppelboden und schießen danach in der Tat zu neuen Allzeithochstätten. Im bärischen Fall, wie gesagt, diese Bewegung zwischen Konsolidierung. Und wir können hier auch nochmal eine nächste Abwärtswelle sehen Richtung 3200, 3000. Da sind wir an den Corona-Hochstätten dann auch knapp vorbei gerauscht. Da wäre in diese Konsolidierung sehr bärisch aufgelöst, könnte aber danach eben auch bullisch wieder genutzt werden. Aber dieses Szenario lebt eben durchaus auch noch weiter. Vor allem finde ich aber dieses Bild hier noch sehr interessant, dass wir doch nochmal Richtung Vorjahrestiefpunkte laufen müssen. Im besten Fall für einen Doppelboden. Wie gesagt, diese Bewegung hier finde ich nicht sonderlich stark. Das hier war stärker, das hier ist stark. Das hier, dieses Eingekalle, finde ich nicht stark. Aber solange wir eben oberhalb der 4000, 4050 stehen, brennt hier auch noch nichts an. Man muss ja nicht gleich short reinspringen, nur weil es nicht stark ausschaut. Es läuft ja trotzdem nach oben. Dow Jones, ganz kurz hinein. Mega Underperformer, keine Performance in diesem Jahr. Aber hatte ich ja vorhin eingangs gesagt, großer Unterschied. Der lief halt letztes Jahr gut. Der lief letztes Jahr deutlich besser, letzten zwei Jahre deutlich besser als Tech. Und der steht eben nicht 16% vom Allzeithoch entfernt, sondern deutlich weniger. Wenn ich das immer runterrechne, Allzeithoch 7%. Na gut, das war jetzt der Hochpunkt aus, von wann war das hier? Mai, na gut, also Mai-Hochpunkt gewesen. Auf alle Fälle keine minus 16%, minus 8% die Ecke vom Allzeithoch. Ganz anders, obwohl der große Underperformer. Das muss man einfach immer in Relation setzen. Da ging aber auch nicht so stark nach unten der Dow Jones 2021. Der Nasdaq über 30%. Der Dow Jones hielt sich da doch etwas im Rahmen. Können wir ja kurz nochmal nachmessen. Da waren 20%. Ging es dann nach unten. Da haben wir uns schon deutlich erholt. Und auch diese Bewegung hier, diese erste Aufwärtsbewegung, die wir hatten, die war dynamisch. Und seitdem bewegen wir uns hier so rein. Ja, das ist jetzt auch nicht sonderlich bärisch. Ne? Muss man ganz klar sagen, das ist nicht sonderlich bärisch. Könnte man dann auch direkt wieder nach oben auflösen. Oder man läuft im Volatil weiter seitwärts. Untergeordnet hat man die Sache ja besprochen. Das war die Bewegung aus dem März. Die Aufwärtsimpuls, den wir hatten, ich mache nochmal die Bilder weg hier, hat man diesen schönen Aufwärtsimpuls, dieser musste korrigiert werden und sind wir fast eigentlich hineingelaufen, konsolidiert. Vor zwei Wochen hat man diese Bewegung, da habe ich schon gesagt, ja, vermutlich kommt da noch was nach, muss man nochmal runter. Im Idealfall hierhin, hatte ich gesagt, ne? Also auch hier so eine ABC-Welle runterhauen,
Märzbewegung, Entschuldigung, könnte man konsolidiert bis um 50er Retrace mit knapp. Hier ist auch der SMA 200 mit dabei. Und danach könnte man wieder bullisch angreifen. Sind wir nicht ganz hingelaufen? Löschen bitte. Nicht ganz hingelaufen, aber auch hier diese Kerzenformation gefällt mir auch nicht so recht. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht so als Abwärtstrendkanal oder als bullische Flagge hier fortgeführt wird und dass wir eben diese Zone hier unten doch noch ansteuern. Ja, diesen Bereich ist das hier knapp 32,8 und ich zeichne es ganz hässlich, dass wir hier so eine bullische Flagge ausbilden. Ja, so ganz richtig hat nicht geklappt hier mit der Zeit. Egal, ne? So 32,8 soll es aber sein, dass man trotzdem die bullische Flagge ausbilden hier. Da winkt die Flagge, die man danach dann bullisch auflösen kann. Würde ich auf diese letzten Punkte wetten wollen? Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde dann eher warten sein. Falls sie doch kommen und wir hier Dynamik sehen, eine Hammerkerze, könnte man sich Einstieg schon untergeordnet suchen oder eben, wenn man hier so ein Zwischentief, Zwischenhoch, hier sind wir bei Zwischenhoch sehr rausnehmen, zugleich dann Flaggenoberkante, wäre das dann natürlich der Einstiegspunkt. Und nicht hier irgendwie wetten, jetzt wird er wohl bestimmt dorthin laufen und dort dreht er ganz bestimmt. Ne? Reaktion dort abwarten, Hammerkerze, Anschlusskäufe, Durchbruch mit hohem Volumen über die Zwischenhochs oder aus die Flagge heraus, das wären dann die Signale. Und mir fehlt ja, wie gesagt, hier unten weiterhin noch so eine Zone, welche man anlaufen müsste. Jetzt blinke ich das mal wieder ein. Ne? Da haben wir nämlich, wie gesagt, auch den SMA 200 in diesem Bereich. Ihr seht da auch das 50er Fibonacci-Retrace von der Bewegung vom März zum Hochpunkt. Ne? Das wäre eigentlich perfekt. Das wäre perfekt. Hier war der starke Anstieg. Hier ziemliches Bullenflacken-Niveau, was wir haben. Aber in dieser Bereich, da könnte uns weiter, könnte uns noch drohen. Ich weiß nicht, ob man das drohen nennen muss, aber ist für mich meiner Meinung nach weiterhin offen, mühsam hingelaufen, nicht ganz erreicht, drauf wetten, wie gesagt, nicht. Aber es könnte uns eben doch erreichen. Also das sollte man im Auge behalten. Die einzelnen Marken, wie gesagt, immer auf Tradingportal.net. Mittleres Bonninger Band hier an der 33,5 erste Zone. Kommen wir da drüber, hätten wir die 33,8 im Fokus. Darüber ist vermutlich der Umweg zum SMA 200 dann hinfällig und es geht direkt weiter nach oben. Aber alles jetzt schon am mittleren Bonninger Band. Das deckelt ja schon, ganze Zeit deckelt das mittlere Bonninger Band und sagt, nein, wir sind da unten noch nicht fertig. Und solange wir dort auch unterhalb bleiben, glaube ich an dieser Bewegung. Und wenn wir hier dann eine starke Kerze sehen, sowas hier, ne, kommen wir unten an und wir sehen plötzlich solche Kerzen hier. Lange Lunden ankommen, Hammerkerze und vielleicht gleich daneben weitere Tageskerzen, die so lange Lunden aufweisen. Ja, dann ist das der Hinweis, ich möchte die Konsolidierung ihr Ende finden und komme dann hier rüber mit diesen Kerzenformationen, die wir dann hier so ausbilden und laufen hier dynamisch rüber. Dann ist das natürlich dann ein Kaufsignal. Ja, aber das muss es geben. Es darf nicht sowas geben. Ne? Sowas darf es nicht geben, wenn man plötzlich hier Dynamik durchziehen. 61, 8, 50er treten plötzlich dunkelrote Kerze. Dann Vorsicht, wird das kein konsolidierendes Muster mehr ergeben. Aber das besprechen wir dann. Wir gehen hinein in den Nasdaq noch ganz, ganz kurz, auch weil die Stunde ist fast oben, wie schön, ich habe so lange wieder gemacht. Die Nasdaq auch noch ganz kurz, ist aber analog zum S&P 500, ganz, ganz ähnlich. Auch wenn da jetzt viel mehr Punkte hier geholt hat, also es viel stärker aussieht, diese Gegenbewegung von ganz unten. Es sieht halt viel, viel stärker aus, aber er hat eben viel mehr hergegeben, 33% seit dem Tiefpunkt, aber er steht ebenso genau die grüne Box, ne, wie im S&P 500, ist genau dort angekommen, auch wenn die absoluten Zahlen viel höher klingen, aber er hat eben viel mehr vorher abgegeben, ne? Viel stärker ist er gefallen. Ansonsten ist die Bewegung, ihr kennt fast den S&P 500 hier drin. Erkennt ihr fast drin, auch hier die Keilbewegung wieder, 50er, 61,8er Retracement, identisches Bild, plus die absoluten Zahlen viel stärker, ging nicht 20% nach unten, sondern deutlich mehr Prozente ging es nach unten, 37, 38% in der Spitze ging es nach unten, da kann man eben auch 30% nach oben steigen und hat trotzdem das gleiche Muster wie im S&P 500. Also das hat sich nicht verändert, auch hier erwarte ich weiterhin eine Konsolidierung, die uns hier drohen kann, insbesondere wenn wir da 14.000 jetzt Probleme sehen, hier so eine Art Fehlausbruchsszenario hatten, denn wir haben jetzt diesen Hochpunkt aus August herausgenommen, jetzt hier Fortsetzung Kerzen wären Hinweisen, okay, das ist ein Ausbruch. Hier geht es munter weiter, die 15.000 wird vermutlich kommen. Aber jetzt gleich wieder zurückfallen, das Szenario finde ich gar nicht mal so verkehrt, dass dann dieser Keil hier weiterhin lebt, die 14.000 wir nicht nachhaltig nehmen können und die Spanne wieder aufbauen über die 13.4 zur 13.000. Dann lebt dieses Muster weiter und ich hatte es euch ja schon eingezeichnet, ne, dass wir hier die Bewegung, die wir hatten, ja, wieder vorhanden, verkehrt eingestellt. Habt ihr keine Zeit mehr hier, die Zeit läuft weg. Ja, das war die gute Starkbewegung nach unten, dass man dann hier dran denkt, eine
Umkehrformation zu basteln. Ja, das wäre ein Szenario, bullisches Szenario wäre das meiner Meinung nach. Und obwohl das wäre dann für die schwache Saisonalität, wäre das dann auch ein Rücksetzer von gut 18% von der Spitze. Nein, nicht ganz, ne? Nicht ganz. Na gut, habe ich 14% eingezeichnet, 16 bis 18%, keine 10%. Aber ist in meinem Tech ist alles etwas größer. Ne? Ist alles etwas größer. Aber es wäre ein ganz ähnliches Bild. Könnte man sich stabilisieren, hätte hier eine Schulter-Kopf-Kopf-Schulter-Formation und könnte dazu starken Saisonalität zum Allzeithoch durchstarten. Das erwarte ich weiterhin. Und wie gesagt, wäre kein Beinbruch, würde zur Saisonalität passen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Saisonalität wird wieder greifen. Und das ist momentan das Bild, was ich hier ein bisschen verfolge für den Nasdaq, dass man also hier diese große Umkehrformation wieder falsch gezeichnet. Sei es drum, dass man diese große Umkehrformation wagen, ne? Dass man diese wagen wollen und hier das dann ausbilden. Stabilisieren wir uns hier. Ja, wir haben jetzt diesen Aufwärtsimpuls, bullischen Muster, mache ich das wieder weg, kurz bullischen Muster hinein. Stabilisieren wir uns hingegen. Fallen ja nicht zurück, nehmen die 14.000, stabilisieren uns an der 14.000, wäre das ein bullisches Zeichen. Hier hatten wir ja auch diese Bewegung nach oben, Seitwärtskonso, jetzt haben wir wieder die Bewegung, sehen wir jetzt wieder so eine Seitwärtskonso, ähnlich wie beim DAX, ja, dann geht die Sache vermutlich weiter. Ne? Es muss hier dann von den Bären was kommen, also diese Bewegung von der letzten Woche, die muss jetzt zügig abgegeben werden. Die darf nicht seitlich oder irgendeine bullische Flaggenkonsolidierung, darf die jetzt abgearbeitet werden. Das wäre ein Zeichen, es geht weiter nach oben, sondern die muss abgegeben werden. Die muss jetzt wirklich abgegeben werden. Am besten vielleicht mit dem Thema Schuldenobergrenze direkt wieder abgeben. Volatilität kommt hinein. Dann lebt dieses Szenario meiner Meinung nach komplett weiter. Genau wie hier, ne, im August hochgespiked. Ah, alles vorbei. Bullenmarkt hat begonnen. Gleichen Kommentare gehabt. Und dann wurde das alles abgegeben. Und so könnte das eben hier in dieser möglichen rechten Schulter, das wäre analog wie hier, ja, dass man das in der möglichen rechten Schulter dann ähnlich aus, ich mache es wieder verkehrt, weil es wieder umgestellt, diese Software, die nervt manchmal etwas, dass man das analog, dieses Bild von den drüben, hier auf dieser Seite, als linke zur rechten Schulter dann ausbilden können. Dafür muss das aber direkt abgegeben werden. Keine Zwischenkonsolidierung an der 14.000. Nicht sowas hier. Ne? Dann sieht die Sache aus, dass wir weiter Richtung 15.000 laufen wollen. Ne? Das beobachten wir aber alle gemeinsam, abgeben komplett. Erst mal die 13.000 brechen, das wäre dann ein Hinweis. Hier könnte etwas Druck aufkommen. Erste Signale hätten wir 12.500 und wir laufen bereits in die Konsolidierung mit voller Kraft hinein. Das sind große Marken. Jetzt die 13.000 jetzt gestärkt, 12.500 sowieso die große Marke. Haben wir hier noch was? Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr. Drum soll es das auch gewesen. Im Monatschart habe ich glaube auch noch ganz kurz der Monatschart. Ähnlich wie beim S&P 500. Ne? Oberhalb der 4.050 brennt nichts an. Und hier ist hier beim DAX im Monat, beim Nasdaq im Monatschart haben wir uns auch in der alten Trendlinie. Das ist die alte Trendlinie von der Hosse 2009. Sind wir dort angekommen, haben uns mit der Monatskerze Mai direkt wieder draufgesetzt, im April eigentlich auch schon, Mai draufgesetzt, mittlere Bollinger Band gerissen, sieht erstmal nicht verkehrt aus. Ne? Und das ist jetzt hier die Kante 13.000. Ne? Also die müssen wir hergeben. Analog S&P 500 4.050, beim Nasdaq 13.000, oberhalb brennt nichts an. Ne? Dann sieht das alles erstmal, das Muster ist alles in einer bärischen Konsolidierung, bis man eben nicht mehr drin ist. Aber das heißt ja nicht, dass man das Muster in bärische Konsolidierung, ich muss jetzt voll dagegen halten. Nein, dafür müsste dann bitte Signale abwarten und dann müsste man jetzt entsprechend Zwischentiefs herausnehmen. Hier sind die 13.000, ist jetzt dementsprechend schon ein erster Hinweis, dass hier was richtig nachkommen kann und eventuell plus ein Doppelboden oder eben vielleicht sogar ist das hier die Zwischenkonto, kommt hier sogar noch was untere Bollinger Band ins Spiel. Ne? Das ist meine Vierstelligkeit. Das finde ich beim Nasdaq, der sowieso sehr, sehr volatil ist, auch nicht so extrem unwahrscheinlich. Wir bewegen uns hier genau inmitten der Bewegung von der, das war die Abwärtsbewegung und seit einem Jahr bemühen wir uns jetzt genau die Mitte dieser Bewegung hinein. Das ist Konsolidierung dieser Abwärtsbewegung. Nicht mehr ist das erstmal. Ne? Das muss jetzt eine Fortsetzung finden. 13.000 am besten gar nicht mehr hergeben. Direkt aufkaufen, mittlere Bollinger Band als Support, da geht es munter weiter. Wir reißen diese Zone dynamisch, dann wird es ernst. Aber jetzt mache ich es nicht noch länger, weil das Video ist schon wieder so lang. Ich wollte es nicht, dass es so lang wird, tut mir leid. Eine Stunde haben wir wieder voll. Aber ich habe die Grafiken sowieso schon gekürzt. Alle Grafiken, auch für den nächsten Tag. Wie gesagt, gibt es auf tradingportal.net im Tradingstand, im Dashboard, im Premium-Bereich extrem günstig. Gewinnspiel gibt es. Es gibt
Es gibt Rabatte aktuell. Ihr könnt diesen Kanal damit auch unterstützen zugleich und dabei einen hohen Mehrwert bekommen. Von früh bis abend bin ich im Trading-Chat live dabei. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ansonsten, wie gesagt, Like nicht vergessen, Like nicht verpassen. Like, Kommentar und ein Abo. Es würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Sonntag. Wir sehen uns dann am Montag. Es gibt nicht viele Impulsgeber am Montag, aber das Thema Schuldenobergrenze, es kann uns noch ein bisschen begleiten. Gibt es hier die Lösung? Momentan deutet es sich nicht an. Es deutet sich an, dass die Sache in die Länge geschoben wird. Der Markt hat die Lösung eingepreist. Kann es sein, dass der Thema Schuldenobergrenze unser erster großer Trigger sein wird zum Wochenauftakt? Sehen wir aber dann gemeinsam auf tradingportal.net. Jetzt kommt erstmal gut dann am Montag in die neue Handelswoche hinein. Macht's gut und ciao.